Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Exoic TV. So Leute, heute ist der vorerst letzte Teil der Samiarizin Videoreihe dran. Und zwar werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr die Eier vorsichtig entfernen könnt, wie ihr die Eier inkubieren solltet und wie ihr die frisch geschlüpften Larven in den ersten paar Tagen halten sollt. Die ersten paar Tage sind immer ein bisschen kritisch, da die Tiere da noch empfindlich sind auf Luftfeuchtigkeit, gute Durchlüftung und so weiter und so fort. Das wird dann später ein kleineres Problem, weil wenn die Larven etwas größer werden, werden sie auch etwas widerstandsfähiger. So, wir haben hier diese kleine Heimchendose, da werden wir jetzt ganz einfach mal reingucken. Und zwar hat sich bei mir was ergeben. Da sehen wir es schon, wir haben ganz, ganz kleine, viele süße kleine Krabbler. Das war jetzt ein bisschen viel klein und ein bisschen viel süß, aber egal. Man sieht, die sind hier schön geschlüpft. Ich habe noch einige Eier, die noch nicht geschlüpft sind. Das sind jetzt so, ja, ich würde mal sagen, um die 100 Tiere. Das sieht ein bisschen wenig aus, aber wenn man zum Beispiel hier mal unter das Blatt guckt, da sieht man, dass da noch eine ganze Menge drunter ist. Und so ein bisschen vorsichtig mit denen, die sind ja noch, wie gesagt, ein bisschen zerbrechlich. Hier seht ihr gerade, wie ich meine Eier inkubiert habe. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Wir nehmen eine Heimchendose. Wir tun unten in die Heimchendose ganz einfaches, unbehandeltes Küchenpapier rein. Also nicht irgendwie mit diesen Aromastoffen vollgepumpt, sondern ganz sticknormales Zellulose-Küchenpapier. Die Heimchendose sollte eine relativ gute Durchlüftung haben, beziehungsweise ihr könnt natürlich alternativ auch irgendeine andere Box nehmen. Wir sehen, ich habe hier eigentlich relativ viele Luftlöcher reinmachen. Natürlich ein bisschen vorsichtig, weil die kleinen, die sind, wie man sieht, sehr, sehr klein. Die passen also überall durch. Hier sind ebenfalls Luftlöcher, Entschuldigung, hier an den Seiten auch. Das sollte also relativ, die Luft sollte also relativ gut zirkulieren in dieser Box. Wir tun die Eier ganz einfach auf das Küchenpapier drauf. Die Eier brauchen eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Man sollte die Eier aber nicht mit dem Wasser direkt besprühen. Das mögen die nämlich nicht so sehr, können relativ schnell anfangen zu faulen bzw. zu schimmeln. Das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten einfach nur, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist und das kann man mit einer extrem einfachen Praktik lösen. Wir nehmen ganz einfach den Deckel der Box, der wird ein bisschen mit Wasser besprüht. Den Überfluss, den kann man ganz einfach so unterschütteln, bis dann wirklich so ganz, ganz kleine Wassertröpfchen auf dem Deckel der Dose sind. Und dann kann man den Deckel der Dose ganz einfach auf die Dose wieder drauf machen. So haben wir eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Die Tiere sind aber nicht in der Nässe drin. Die frisch geschlüpften Larven, die sollte man ebenfalls nicht mit Wasser besprühen, ganz einfach aus dem Grund, das ist genauso wie bei den Phasmiden, die können einfach in den Wassertropfen hängen bleiben, können dann in den Wassertropfen sogar ertrinken, das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen die Tiere sollte man nicht unbedingt mit Wasser direkt besprühen, was man auch machen kann, dass man hier zum Beispiel den Rand des Papiers etwas befeuchtet, damit das Papier feucht ist und so die Feuchtigkeit an die Luft weitergeht. Man sieht hier sehr, sehr gut, dass die Kleinen in Gruppen unterwegs sind, das ist bei der Art typisch, dass die Jungtiere nach dem Schlupf bis zu ungefähr dritten Häutung zusammenbleiben, also die bilden solche kleine Gruppen. Das soll in der Natur höchstwahrscheinlich Sicherheit vor Fressfeinden geben und in diesen kleinen Gruppen bleiben sie dann, fangen dann an zu fressen. Die Tiere fangen mit ungefähr 2 Tagen nach dem Schlupf an zu fressen, also wenn eure Larven schlüpfen und die nicht sofort anfangen zu fressen, keine Panik, die brauchen ja erstmal 1 bis 2 Tage, bis die wirklich an die Futterpflanzen rangehen, beziehungsweise die meisten Larven, die fressen auch ihre Eierschalen auf, damit die Energie halt nicht verschwendet wird. Man sieht, dass wir hier diese kleine Gruppe haben, die sind vorgestern geschlüpft und man sieht, dass wir diese kleine Gruppe haben, die sind heute Nacht geschlüpft, die Gruppe, die frisst noch nicht, die sind schon fleißig am Fressen, wie man sieht. Die frisch geschlüpften Larven kann man mit denselben Futterpflanzen füttern, die dann auch später für die Larven gut sind. Ich habe hier 2 Futterpflanzen als Angebot reingetan. Einmal Lingusta, was halt hauptsächlich in der Terroristik verfüttert wird, und einmal ein Blatt vom Götterbaum. Die Tiere heißen ja Götterbaumspinner, genau aus dem Grund, weil die in der Natur hauptsächlich die Blätter vom Götterbaum fressen. Aber anscheinend sind sie bei mir zumindest mehr vom Lingusta angetan. Man sieht, dass hier diese Gruppe schon am Lingusta dran klebt. Die andere Gruppe ist da noch ein bisschen unentschlossen. Ja, die sind hier gerade ein bisschen am Ausruhen. Die werden dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen ein Blatt aufsuchen und dann auch anfangen zu fressen. Die Temperatur ist genauso wie bei den größeren Larven bzw. den Faltern. Die mögen es halt recht tropisch, aber man kann sie auch bei Zimmertemperatur halten. Natürlich, je höher die Temperatur, desto schneller wachsen die Larven im Endeffekt. Ich halte die Tiere so bei 23, 24, 25 Grad. Tagsüber sollte die Temperatur aber nicht unter 20 Grad gehen. Nachts
dann auch nicht unter 18. Also die Tiere haben jetzt keine sehr speziellen Ansprüche an die Temperatur, die brauchen jetzt also keine 28 Grad, aber die sollte man doch nicht bei 15 Grad halten, das mögen sie dann auch nicht so. Also ich würde mal sagen, so die normale Zimmertemperatur von 22 bis 24 Grad wäre perfekt und halt eine wirklich hohe Luftfeuchtigkeit gewährleisten. Das sollte so bei 60-80% liegen. Wie gesagt, das habe ich vorhin erklärt, dass nicht die Larven direkt mit Wasser anpusten, sondern entweder den Deckel befeuchten oder ein bisschen vom Papier befeuchten. Bei den ganz kleinen Larven ist es sehr, sehr wichtig, dass die Durchlüftung der Box gut ist. Das habe ich ja am Anfang erklärt. Man sieht überall, dass alles durchlüftet, also dass alles mit Lüftungslöchern durchbohrt ist. Das ist wichtig. Die Tiere vertragen nämlich Staunässe überhaupt nicht. Vor allen Dingen solche kleinen Larven können bei Staunässe sehr, sehr schnell kaputt gehen. Die können dann wirklich so Pilzinfektionen kriegen, die dann zum Tod der Larven führen. Sehr interessant, was ich jetzt bei dieser Art beobachten konnte, was ich bisher auch nicht wusste, dass man sieht an den Eiern, wann die schlüpfen werden. Also diese dunklen Eier, die werden in den nächsten paar Tagen schlüpfen und die hellen Eier, die sind noch relativ frisch. Wenn die Eier anfangen dunkler zu werden, dann sind da die Larven schon relativ gut entwickelt und bevor die dann schlüpfen, werden die relativ stark dunkelgrau. Man sieht hier also sehr gut, welche Eier demnächst dann schlüpfen werden. Und ja, ich habe hier noch einen Haufen Eier drin. Und in der Box, in der Falterbox, haben wir auch noch einige Eier. So, ich werde euch jetzt schnell zeigen, wie ich die Eier entferne. Das muss man relativ vorsichtig machen, da die relativ zerbrechlich sind. Und ja, ich hole mal die Falterbox. So Leute, nicht wundern, der Großteil der Falter ist leider schon verstorben. Bekanntlich leben diese Tiere nicht lange, da sie keine Mundwerkzeuge haben. Sie können halt keine Nahrung aufnehmen und können im adulten Stadium nur die Energie verbrauchen, die sie als Larve gespeichert haben. Das heißt, die schlüpfen aus dem Kokon, paaren sich, legen die Eier und sterben dann nach 5 bis 7 Tagen. Das heißt, die Tiere, also die Falter sieht man wirklich nicht sehr lange. Ich habe hier noch 2 Falter, ja, 2 sind es noch, das sind eigentlich auch die letzten 2, aber die werden wahrscheinlich auch langsam kaputt gehen, weil die auch schon vor einigen Tagen geschlüpft sind. Von den 20 Kokons, nee, das waren mehr, wie viele waren es? Ich glaube 25 Kokons waren es, davon sind 24 geschlüpft, einer ist kaputt gegangen, der ist irgendwie vergammelt oder weiß ich nicht, aber das passiert halt, war so relativ gut und ich möchte hier ganz einfach nochmal kurz durchgucken, wo noch Eier sind. Gut Leute, an diesem Ast hängen einige Eier, die werden wir jetzt mal entfernen, dann kann ich euch mal zeigen, wie das geht. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Falter, der hat zwar jetzt nicht so schöne Flügel, also leider passiert es, dass die beim Schlupf ein bisschen ihre Flügel so ja, zerbrechen in dem Sinne. Das passiert leider manchmal bei manchen Tieren. Ist aber nicht so schlimm. Ist halt ein kleiner Schönheitsfehler. Ich nehme das Tier. Das ist übrigens auch ein... Ne, das ist ein Männchen. Ich wollte gerade sagen, dass das auch ein Weibchen ist, aber das ist ein Männchen. So Leute, da sehen wir jetzt die Eier und die werden wir jetzt ganz vorsichtig entfernen. Hier haben wir die Eierbox. Ich tue die einfach hier zu den schon geschlüpften Larven dazu. Die Larven fressen also die Eier nicht an, wenn die noch nicht geschlüpft sind. Also da passiert nichts. Man kann die ruhig zusammen inkubieren. Und zwar machen wir das ganz, ganz einfach, natürlich mit den Händen am besten und ganz vorsichtig, die sind halt dran geklebt, ganz vorsichtig so abziehen. So, da haben wir die Eier. Die Anzahl der Eier hängt natürlich davon ab, wie viel das Weibchen gelegt hat. Das kann von 10 bis, keine Ahnung, 100 variieren, also hängt sehr vom Weibchen ab. Manche Weibchen legen alle Eier zusammen ab und manche Weibchen, die machen das halt so, dass die halt ihre Eier hier überall relativ gut verteilen. Gut, hier haben wir ebenfalls noch einige Eier, die können wir auch vorsichtig abmachen. So, ich habe jetzt vorerst alle Eier entfernt, deswegen können wir die Larven bzw. diese Inkubationsbox wieder zumachen. Ich würde euch empfehlen, die Tiere, wenn sie dann schon stabil fressen, rüber tun in eine größere Box und dann auf einmal immer mehr Futterpflanzen reintun, nicht nur 1-2 Blätter. Vorerst wird das mit der Box hier reichen, also die werden jetzt einige Tage hier in dieser Box bleiben, ungefähr 3 bis 5 Tage und danach bekommen sie dann eine größere Box und danach wird dann auch eine Strumpfhose über die Box gezogen, damit die Durchlüftung wirklich gut ist. Und nach der nächsten Häutung sind die Tiere dann auf die Luftfeuchtigkeit überhaupt nicht mehr empfindlich. Da muss man auch nicht mehr unbedingt sprühen, wenn die Luftfeuchtigkeit jetzt nicht 40% oder so beträgt. So, den Falter, den werden wir hier mal zurücksetzen. So. Schön ein bisschen vorsichtig, nicht die Beinchen irgendwie verletzen. Nicht so. Perfekt, gut. Sind wirklich wunderschöne Tiere. So Leute, mit diesem netten Gesichtchen möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und etwas weitergeholfen hat, natürlich in eurer eigenen Samia-Rizini-Zucht.
Wenn ihr weitere Videos von der Haltung von Exoten sehen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr eventuell weitere Bilder von meinen Tieren sehen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, mir auf Instagram zu folgen. Der Name David's Exotics steht hier unten eingeblendet. Ich poste da nur Bilder von meinen eigenen Tieren, beziehungsweise manchmal Bilder von Tieren, die ich draußen fotografiere. Heißt Insekten, Amphibien, Reptilien. Ja Leute, nochmal vielen Dank fürs Video anschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.